Die peinlichsten Instagram-Rapper, ja, let's go. Das ist immer was für uns, muss ich ehrlich sagen. Die peinlichsten Instagram-Rapper, da bin ich immer dabei, feiere ich halt extrem. Alter, wie das jetzt schon aussieht. Leute, die sich eine Fake-Gucci-Tasche umschnallen. Und aussehen wie der größte Hans. Genauso mit dieser Uhr. Die sind für mich schon vor dem Video absolut schlecht. Es war Real Talk. Junge, der Typ ist 5, zieht an der Shisha. Haben die jetzt sämtliche Handtaschen von der Mutti ausgepackt, um die sich dann umzuschnallen? Also ihr könnt das immer. Wir machen es jetzt so. Rapper, die hier aufgezeigt werden, müsst ihr jeweils immer bewerten von 1 bis 10, wie krass die Rapper sind. Das ist immer ganz wichtig jetzt. Also 10 ist krass, 0 ist sehr schlecht. Der nächste mit einer Handtasche, Alter, der will mich flachsen, ohne Scheiß. Also, das ist für mich jetzt schon eine. Also, gibt es noch was drunter? Ich würde sagen, es ist eine Null. Ich glaube, das ist jetzt schon das Schlechteste. Ey, wollt ihr mich flachsen mit diesen Umhängetaschen? Das sieht null geil aus. Ey, und ich weiß nicht, was man daran fühlt. Also das fühle ich null, ne? Also, da muss ich sagen, da bin ich komplett raus. Weiter, Benzer, ich fick dich. Gott, du oh Gott, du oh Gott, du oh Gott, das von einem Kind, by the way, ne? Wobei man sagen muss, flowtechnisch war der ganz zum Schluss noch am besten. Nichtsdestotrotz, kompletter Übercringe. Also, kompletter Übercringe. Das Leben ist scheiße. Bin aber trotzdem sehr leise. Schule in Vielfalt, gemeinsam leben. Unsere Beats bringen Wände zum Leben. Ich weiß, ich scheitere viel. Renne aber trotzdem zum Ziel. Ich heiße Basil. Ob Spitzname oder Real. Alter, man muss aber, ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß? Es ist tausendmal geiler als das davor. Ich würde sagen, das ist eine 3. Ob Spitzname oder Real war ein gutes Ding. Das war ein guter Text. Leonard, grüß dich. Ey, das war ein guter Text. Nice. Ich gehe nach Brasil, denn dort sehe ich mein Spiel. Ich hab. Der reimt einfach alles, was ihm gerade auffällt oder einfällt. Gerade Brasil. In Brasil gibt es einen Nil. Dort trinke ich sehr viel. Und wenn ich dabei nicht schiel, dann weiß ich nicht mehr weiter und abonniere Alpha Kevin. Keine Meise, viel Glück und gute Reise. Gut. Hier klingt eine gute Reise. Jonas, grüß dich. Oh, jetzt wird's über cringe. Laufe durch die Straßen, Digga, Wetter viel zu sexy. Ich scheiß auf dein Ronaldo, ich schieß Tore so wie Messi. Ich trinke kein Coca-Cola, nein. Bring mir Hetzi. Die Schuhe sind von Nike und der An. Was ist an dieser scheiß Handtasche eigentlich so geil? Jungs mit Handtasche, macht's bitte nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das sieht einfach nur übel saffig aus. Aber der hat alles richtig gemacht mit der Maske übrigens, weil er zeigt sich nicht. Der zeigt den Cringe nicht. Also er hat wahrscheinlich selber mitbekommen, dass es über Cringe ist und hat es dann einfach so gemacht. Aber macht's nicht, niemals, bitte nicht, bitte nicht. Ich schenke dir die Hand, der Lachs, ja, aber ich bitte dich, macht's nicht. Oh, oh ne, Denkt ihr jetzt, sie bekommt da jetzt in Plattenvertrag oder wie?
Yo, Chris Hans Team auf der Straße. Zack, zack, so läuft der Hase. Rrrrrrrrr! Du fließt wie deine Nase. Walla, zu krank, diese Phase. Rrr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 r
Au, mein Ohr. Der geht jeden Tag unterwegs, ja, nur für den Channel, FN, mein Team, Opa Krieg, Opa Gang, und ich mache das, was im Ding gefällt, ja, Digga, ich häng auf alle ab, das ist ganz normal, ja, meine Musik ist etwas krank, jeden Tag unterwegs, ja, den Mittiger Zick spielen. Alter, es ist einfach nicht schön. Kennst du die schlechtesten Deutschrap-Lines, die sind wirklich wild? Ja, fix, darauf haben wir schon reagiert. Ey, das tut halt, also ich finde wirklich, dass es weh tut. Das ist ja auch nicht böse gemeint, aber ich finde, das tut weh.